Hallihallo, meine Leute der COC-Kunst. Hier sehen wir wieder einen Gegner, den es, denke ich mal, lohnt, sich anzugreifen vor allen Dingen. Und ich würde mal sagen, der hat hier garantiert einiges am Start, weil er halt sein Town Hall defenden möchte. Deswegen greife ich von der anderen Seite an. Ich hoffe, ich habe noch einen zweiten Golem. Na, aber immerhin. Ja, ja, immerhin. Das passt schon. Dann natürlich so platzieren. Den hätte ich sogar noch ein bisschen weiter drinnen platzieren müssen. Aber... okay, hier machen wir jetzt mal ein bisschen Schadensarmee auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, dass wir die hier reinkriegen. Und ein Rage. Und dann hauen wir hier nochmal den raus. Und dann hauen wir den rein. Ah, schade, ich habe den zu früh geraged. Das war Mist. Das war Kacke. Weil ich mich da verklickt habe. Oh, und die Queen ist so weit hinten. Ah, schade. Ich hätte gedacht, dass die eventuell noch was reißen kann. Aber da geht natürlich gar nichts. Da, schade. Da, ich hätte gedacht, die wäre noch drin. Aber so ist das. Ich habe noch den Rage der Queen. Zack. Gucken wir mal, ob wir die... ich denke mal, die Magier müsste ich kaputt kriegen. Yep. Jo, das läuft. Weil klar, mit denen sollte man sich natürlich auch nicht anlegen. Weil die geben dir natürlich ziemlich auf den Sack. Mit dem Verlieren ist nicht weiter wild. Ich will ja halt wirklich nur... einfach den Loot haben. Das war auch nichts. Das war gar nichts. Schäm dich, Gusua. Also wie gesagt, die Reaktions- oder Regenerationszeit der Helden hätten sie noch ein bisschen besser machen können. Meiner Meinung nach wäre jetzt nicht too much gewesen, wenn die immer nur 10 Minuten gebraucht hätten. Wäre cool gewesen, würde ich sagen. Gucken wir mal, Spells brauchen wir natürlich wieder 2 Jump, 2 Rage. Das läuft ganz gut. Ärgerlich. Zweiten Angriff hintereinander verkegelt. Das muss nicht sein. Aber egal. So ist das Leben. Gucken wir mal, ob die anderen noch hier coole Dinger drin haben. Nice Pokies. Naja, gucken wir mal. Ja, okay, aber ich meine, in dem Bereich ist das ja auch noch ganz easy. Also da sollte er jetzt... ich denke mal, in Kristall 2 sollte keiner... irgendwie Probleme haben, da Pokies zu machen. Go Wipe in Verbindung mit ein paar Schweinchen. Aber das war wirklich, das waren wirklich nicht viele, wenn ich das richtig gesehen habe. Nochmal geheilt. Gar nicht so verkehrt, weil sie sich jetzt gerade so ein bisschen an der Mauer aufgehalten haben. Passt. Ja, vielleicht nehme ich Päckerchen auch noch mit rein. Mal gucken, dass man halt wirklich nur eine Go White macht. Die Sache ist halt die wirklich, dass ich mich so ein bisschen orientiere halt auf Town Hall 10 halt, auf Two-Star. Irgendwie, aber ich sag mal, mit der Taktik so jetzt mit den Magiern läuft es auch ganz nett. Mal gucken. So, jetzt mache ich aber auch wieder Golem, dass ich wieder ein paar Golems am Start habe. Golem. So, weiter geht's. Gucken wir mal. Ne, nebenbei machen wir nochmal was ganz anderes. Jetzt habe ich mal so ganz akkurat nebenbei nochmal ein Video ja, freigegeben. Oh yeah, auch sehr nice. Den gönnt ihr euch und ich lese nebenbei nochmal was vor. Und zwar gucken wir mal. X-Real TV hat geschrieben, wann kommen wieder Videos? Ja, wie gesagt, das ist immer so eine Sache. Ich hatte ja im letzten Video halt direkt darauf aufmerksam gemacht. Ey, passt auf. Ist halt heute ein bisschen spät geworden, beziehungsweise bin jetzt eben erst zu Hause, beziehungsweise ja in der Unterkunft. Und dann wird es halt nichts. Ich glaube, wirklich 99% der Leute wussten das. Wie gesagt, wenn halt kein Video kommt, einfach wirklich eventuell ins letzte Video einfach mal reingucken. Vielleicht habe ich da eine Erklärung dazu dagelassen oder im vorletzten, wie auch immer. Also einfach so gucken, das sollte dann passen. Da J Group schreibt nämlich auch dazu, ja passt, lieber hören wir einem gut gelaunten Gusua zu, also ruh dich aus. Ja klar, gar kein Ding. Wie gesagt, wenn man da halt wirklich total down ist, beziehungsweise was heißt, nee, down, ja, down schon, aber nicht im Sinne von, oh, total schlechte Laune, sondern einfach nur wirklich müde ist, dann bringt es auch wirklich nicht. Wenn man dann sagt, oh ja, gut, okay, hier haben wir ein paar Riesen und ja,
egal, das bringt es halt wirklich nicht. Man muss halt wirklich gut drauf sein, man muss da Spaß dran haben, ansonsten wird das gar nichts. Meine kleinen Mäuschen, schreibt German Music Upload 2.0. Ja, genau, meine kleinen Mäuschen, habe ich nämlich gesagt. Ja, ziemlich nice. Jo, dann gucken wir mal. Sehr, sehr schönes Video. Danke an dich dafür von Robo. Vielen, vielen Dank auch dafür, dass es ist ja wirklich nicht selbstverständlich, und ich sehe das eben auch bei YouTubern selber, die ich halt eben schaue, dass man halt wirklich immer auch mal sagen kann, ey, hier, coole Sache. Schön, dass es dich gibt und wie auch immer. Also das ist, finde ich, nicht verkehrt, auf jeden Fall. Das läuft. Ansonsten werde ich halt eben auch ganz, ganz oft gefragt, ey, du, mit was nimmst du auf? Ich nehme mit Camtasia Studio auf und ist wirklich so in dem Bereich, meiner Meinung nach, die eierlegende Wollmilchsau, weil du halt wirklich deinen ganz normalen Desktop, also ich könnte jetzt genauso, ich mache das hier einfach mal. Guck mal hier, jetzt schiebe ich das mal hin und her und hier seht ihr jetzt meinen ganz normalen Desktop. Und das ist halt eben nicht so ein Programm, was halt in Anführungsstrichen eine App, wie zum Beispiel Fraps. In Fraps könnt ihr ja nur eine ganz normale, hier einfach mal reinhauen hier, in Fraps könnt ihr ja nur eine normale eine normale App sozusagen, beziehungsweise eine normale, ja, Application halt aufnehmen, und das kann man hier eben komplett den ganz normalen Desktop auch aufnehmen, und das finde ich ziemlich geil. Ja, lassen wir das mal laufen hier, und ich bin der Meinung, der Luis hatte mir eh noch einen Angriff gepostet in einem anderen Clan. Da gucke ich mal, da hat er nämlich irgendwie gegen Townhall 10er gekämpft, und den will ich auch noch zeigen. Das war einfach mal wieder ein paar gute Angriffe sehen. Mit den Goblins, Alter, die gehen garantiert auch gleich aufs Town Hall. Richtig schön drauf, und jetzt danach natürlich schön aufs Dunkle läuft, auf jeden Fall. Oh, doch. Läuft. Sehr geil. Und hier, wie gesagt, also ich fand die Golems ja sonst immer so, aber echt, also wenn man überlegt, was die echt aushalten, und wenn man die halt wirklich, wenn man gut damit umgehen kann, ich hatte das selber jetzt mal in einem Fall, dass die Queen kurz vorm Down war, ich hatte aber die Ability noch, und dann war es so, die wollte halt auf das Death-Gebäude losgehen. Und der Golem war knapp hinter ihr. Klar, logisch, ich natürlich die Ability gezündet. Die Queen war halt nicht mehr da, invisible. Der Golem wurde angetackelt sozusagen, beziehungsweise anfixiert vom Death-Gebäude, und dann lief das richtig geil weiter. Also von daher ist das schon echt geil. Also wenn man da wirklich ein bisschen Glück hat und wirklich damit gut umgehen kann, ist das mit dem Golem echt eine coole Sache. Und jetzt natürlich dieser mega Nachteil am Golem war halt einfach die lange Bearbeitungszeit. Und jetzt muss ich sagen, ist das echt schon die Truppe der Stunde, muss ich so ein bisschen sagen. Jetzt gucken wir nochmal in dem anderen Clan nach. Ja, schade, da war der leider weg, aber nichtsdestotrotz haben wir da ja unseren 1-Million-Loot-Clan. Achso, da wird natürlich immer wieder gefragt nach dem Hashtag. Hashtag YQCCRP2J. So, bitte verlassen, genau. Und dann läuft das. Ja klar, da war ja hier dann Update-Phase, und 800.000, der nennt sich leichte Beute, auch nicht schlecht. Ist aber, also ist gut gewesen so von der Situation her. Aha. Okay, da hast du ja natürlich wieder meine komplette Aufmerksamkeit. Mit der Queen. Klar, aber ich meine ganz ehrlich, das ist hier kein Gegner. Das ist kein Gegner für eine 20er Queen. Das ist ein Gegner für ein paar Riesen mit ein paar Heilern. Aber selbst die reißen das Ding. Klar, hier natürlich das Problem der Stunde auf jeden Fall. Hier, dass man da rankommt, das wollen wir natürlich sehen. Ich habe jetzt nicht vorher drauf geschaut, wie viel Prozente gemacht wurden. Aber das ist ja auch irgendwie immer das Nette. Da hast du ein bisschen sehr gespammt mit den Barbaren, denke ich mal. Nicht das. Okay, wenn du noch einen Heal droppst, okay. Dann ist das okay. Und hier auf jeden Fall wollen wir da sehen, dass du da nochmal richtig schön leer machst hier.
Und die wollen wir auch leer sehen. Also von daher, eigentlich wollen wir hier schön 100% sehen, oder? Ich glaube, da gebt ihr mir vollkommen recht. Da müssen 100% sein bei der Base. Das ist nicht wirklich zu viel verlangt. Genau, jetzt wird hier weggenascht. Jo, läuft. Jo. Also wie gesagt, war natürlich eine easy Sache. Aber ich meine, Loot ist Loot. Und dann passt das 1,4 Millionen vom Nils. Richtig geil. Und, kleinen Moment bitte. Kleinen Moment bitte. Also, wir sind in Meister. Da ist es auch wieder so eine Sache, wo ich sage, das ist garantiert auch wieder so ein gebannter Hacker. Weil halt in Meister 1, kurz vorm Champ, sage ich mal, bist du auch nicht so krass inaktiv, ganz ehrlich. Das sind einfach zu viele, die jetzt momentan damit rauskommen. Also für die, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, weil Lichtler hat das Video, glaube ich, immer noch nicht hochgeladen. Aber es geht einfach wirklich darum, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass halt wirklich, ja, Spieler, die halt wirklich X-Mod und was auch immer, irgendwelche Bots und wie auch immer verwendet haben, die sollten ja jetzt aufs Maul bekommen mit dem Update. Da haben sie ja gesagt, ey, pass, warum nimmst du einen Jumpspell und dann die Mauerbrecher? Hattest du die vielleicht in der CB? Das würde dich jetzt rausretten, aber ich glaube nicht in der CB. Die kam ja von dort und ich glaube, die Mauerbrecher von da. Egal. Also, ist einfach wirklich so, dass, ja, also dass die Leute ja dann so weit gebannt wurden. Und ihr seht ja, ich spiele immer noch, also so viel kann ich nicht falsch gemacht haben. Hahaha. Und dann, ja, saßen die halt da, beziehungsweise sitzen die halt da und haben 14 Tage lang einen Bann. So. Und dann ist natürlich klar, dann sind natürlich Minen und Sammler voll. Und dann gehen natürlich auch irgendwann die Expos leer, die Infernos leer. Und dann ist auch eine Town Hall 10 Base nicht mehr so schwierig, weil wisst ihr selber, Expos, Infernos, das sind schon so die Sachen. Dann haben wir natürlich noch die Fallen, die nochmal richtig reinsplashen würden. Und schon kann eine Town Hall 10 Base mit, ich möchte nicht, also das ist zu viel gesagt, wenn man jetzt sagt, oh naja, mit einer guten Town Hall 8er, aber ich sag mal, eine Town Hall 10 Base, die komplett inaktiv ist, ist schon mit einer mittleren bis guten Town Hall 9er zu vergleichen, finde ich, sehe ich so. Und von daher ist dieser Loot halt machbar. Das liegt zu wirklich, würde ich sagen, 100% liegt das daran. So, gucken wir mal, haben wir jetzt was bekommen hier? Nein. Hier auch wieder eine Million Loot. Mega geil. Mega geil. Hier Adlerartillerie komplett deaktiviert mittlerweile. Wir müssen aber hier gucken. Hier seht ihr Expo leer, Expo voll und hier ist auch noch der Inferno voll. Also so mega lang, der ist auch noch voll. So mega lang wird der noch nicht inaktiv gewesen sein. Schön gefreezed. Ja, läuft. Und dann schön den Inferno wegballern. Auf jeden Fall gut gemacht. Ja, jetzt kommt man da natürlich schwieriger ran, auf jeden Fall. Man kann halt nicht healen, wäre jetzt eh nicht machbar gewesen, weil er keinen Heal da gehabt hätte. Aber es ist auch erst die Hälfte vom Zeugs weg. Aber ich würde mal sagen, ein bisschen was geht noch, wa? Ein bisschen was kriegen wir noch. Genau, der King rennt garantiert noch durch die Wall. Yo, genau, dann die noch weg. Und dann sollte die Queen, genau, die hat schon die andere Queen weggeregelt. Ich sag mal, ein bisschen sollte er noch gehen. Inferno leer. Yeah, Inferno leer gemacht. Läuft bei dich. Auf jeden Fall. Richtig cool. Das ist immer so eine gute Situation, wo du sagst, oh, dir fällt ein Stern vom Herzen auf jeden Fall. Ein Stein vom Herzen. Klar, vollkommen richtig. Haust ein Erdbeben rauf. Klar. Was willst du mehr? Ist ja nun mal nicht anders. Aber ich würde mal sagen, die Queen rennt dann auch noch da lang, genau. Und nascht da auch nochmal richtig schön weg. Einwandfrei. Super gut gemacht. Schade, halt den Tausender nicht mehr mitgenommen, aber hey, richtig geil. Richtig schöner
Millionenangriff, so wollen wir das sehen. Und wie gesagt, solche Angriffe gibt es immer wieder, klar. Aber in der Häufigkeit, wie es momentan halt ist, ist das schon so, dass du sagen musst, Alter, das ist schon so, dass die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr hoch ist, dass das wegen den gebannten Spielern sein wird. Und so eine Sachen werden wir meiner Meinung nach nicht mehr so oft haben. Also das sind mal so eine Special-Dinger, die halt nicht so wirklich oft in Clash of Clans kommen. Und wenn man natürlich zu der Zeit gerade, ich sage mal, was für sich, man hat Ferien oder sowas oder man ist krank oder wie auch immer und kann dann natürlich dann richtig losboosten zum Beispiel, das ist natürlich dann richtig geil. Klar, logisch. Gucken wir mal, ob wir hier noch was haben. 900k von Nils nochmal. Schön die Mauer weggeballert. Aber guck mal, ich meine, der Inferno ist ein bisschen angehittet, so ist es nicht. Ich würde mal sagen, naja, fast ein Drittel hat er verloren. Ah, auf die Magier freue ich mich schon. Auf die. Und es ist ja mittlerweile, sind wir ehrlich, es ist ja nicht mehr lang hin. Also wie gesagt, mich trennen mittlerweile nur noch 30 Mauern von dem Rest. Da hast du Glück gehabt, dass die dann auch wirklich in den Rage reinmarschiert sind, Junge. Da hast du echt Glück gehabt. Aber es war ja wirklich, du droppst den Rage und die denken sich, yeah, da gehen wir rein. Jetzt werden wir richtig wütend und spielen Kartenhaus. Das ist natürlich ziemlich geil, auf jeden Fall. Jetzt sehr geil, guckt es euch bitte an. Hier, ihr seht es, dass der Golem sich vor die Queen sozusagen gesetzt hat und anfängt schön zu tanken. Die Queen hätte hier verkacken können, aber nein, Golly macht den Schritt und sagt sich, gut, okay, komm, die Queen wird beschützt. Guckt euch das bitte mal an, die wäre definitiv im Arsch. Tesla kriegt da noch ab, aber dann kommt der Bogiturm garantiert. Rage, genau. Tesla geht garantiert noch down, aber dann kommt garantiert der Bogiturm, genau. Und der, klar, da braucht man kein Abitur für. Das sieht man so. Aber da sieht man halt wirklich wieder Golem richtig schön. Also die sind echt, sind die eventuell auch mal Dover gelaufen? Also weil das ist echt schon richtig, richtig geil. Oh, sehr nett. Also klar, in den Minen und Sammlern richtig was drin. Aber gucke, na hier, also die Expos sind noch da. Also der war nicht komplett inactive. Bin ich mal gespannt, ob du von oben kommst oder wirklich von unten. Na, ich denke mal, von unten wirst du jetzt kommen. Oder halt nicht. Du machst es spannend. Yeah. Okay, du kommst von der Seite. Ja. Na klar, du sagst ja halt, gut, die Sammler und Minen, die ich brauche. Aha, okay. Bin ich gespannt. Bin ich richtig schön gespannt. Boah, wie die sich da so durchwursteln. Zack, zack, zack. Wie so ein Lauffeuer. Ich kill euch alle. Hau doch den Haste noch raus. Haste auf den King und die Bogies. Bam. Nochmal schön gehastet auf jeden Fall. Hätte eventuell noch was gebracht. Also auch hier jetzt zum Beispiel, wie gesagt, auch selbst Kobis Ragen. Hey, hau raus das Zeug. Knall. Richtig geil. Du hast dich da ein bisschen verzählt, glaube ich. Weil du hast noch mehr gezogen, als du gesagt hast, oder? Oder hattest du 1, doch, nee, ich glaube doch, du hattest 1, noch was geschrieben. Nee, Gusor gönn dir, genau. So macht man das. Ja, yeah, läuft. Das läuft gar nicht. Gucken wir mal, Leonardo, werden wir sehen. Der sieht aber auch nicht so verkehrt aus, ganz ehrlich. Der sieht jetzt nicht so verkehrt aus. Schön zwei Riesen und dann jeweils die Truppen. Guckt euch das bitte an, das ist doch einfach ein Traum. Richtig schön, die Goblins können schön Arbeit machen. Einwandfrei läuft bei dir. Ich meine,
War jetzt base-aufstellungstechnisch natürlich auch richtig gut ranzukommen. War grundsätzlich eine inaktive Base. Aber trotzdem finde ich das immer cool, wenn man genau sieht, ey, der hat einen nicht einfach nur draufgehalten, sondern wirklich gesagt, gut, okay, komm, hier machen wir was. Und dann würde ich sagen, jetzt von hier aus rein, oder? Genau, jetzt von hier aus rein und dann gleich noch die Helden hinterher. Sobald das außen drumherum weg ist, dass die Helden komplett reingehen können und dann von oben aufknacken, oder? Genau. Eventuell noch. Genau, und hier rein. Exakt. Und jetzt gucken, ob die Sau fliegen kann. Ganz genau. Ah, Queen geht raus, aber gucken wir mal, ob sie wirklich draußen rumrennt. Kann ich mir aber vorstellen. Mal schauen. Ja, ja, die rennt außen rum. Die dumme Sau. Ja, läuft. Cooles Ding. Klar, da gibt es jetzt nicht den Mega-Loot, aber da ist nochmal das Town Hall und alles andere. Ja, ist halt so jetzt auf die Riesen innen drinne fixiert und draußen können hier, ihr seht selber hier oben in dem Bereich, können die Bogies halt wieder richtig gut reißen und dann passt das. Also von daher läuft es auf jeden Fall. Ja, da passiert jetzt nicht mehr viel, klar. Aber nette Sache, würde ich mal sagen. 850. Bonus kann man vergessen, ist jetzt nicht so viel. Sehr, sehr geil. Millionen Loot. Ich mache mal weiter, weil es jetzt hier nicht so der Special-Angriff ist. Aber überlegt euch das doch bitte mal. 1,2 Millionen, das ist echt schon richtig viel. Und alles nur, weil er inaktiv ist. Kristall 3 kann man noch sagen, gut, okay. Noch schön geblitzt, genau hier noch. Genau, richtig, hier wird jetzt erstmal richtig gestartet. Einwandfrei, du bist dabei. Ganz genau, richtig schön. 1,2 Millionen. Also wirklich, wir werden jetzt echt richtig versorgt hier auf jeden Fall. Hier geht es natürlich momentan dann nicht um den fetten Loot, sondern wie hat Nils angegriffen, wie hat er es gerissen im Champ 2 Bereich. Mal gucken. Muss ich mir auch mal langsam angucken hier. Ja, halt, also von einer Aufmachung, nicht von einer genauen Gruppenverteilung, aber so von einer Aufteilung Magier, Golem und halt die Walküren. So sieht es ja halt bei mir auch aus, klar. Aber kann man halt wirklich nicht vergleichen, weil die Walküren sind hier maxed, wir haben hier die Magier maxed und das ist schon ein großer Unterschied, ganz klar. Wird eine knappe Kiste, wa? Aber ich glaube mal, du hättest ihn nicht geteilt, wenn du ihn nicht nach Hause gefahren hättest, ganz genau. Und du hast ihn auf jeden Fall nach Hause gefahren. Und sogar darüber hinaus. Zur Schule zurück und so. Haha. Schade, Town Hall wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn das noch gefallen wäre. Das wirst du nun nicht kriegen. Aber ansonsten trotzdem schön nochmal Loot mitgenommen auf jeden Fall, beziehungsweise halt den durch den Bonus 6 Pokis ist okay. Schade, wie gesagt, wäre halt cool gewesen, wenn das Town Hall noch geflogen wäre. Only Dragon. Richtig, schön. Schön weggeblitzt, das Ding. Und dann von unten, oder? Kommst von unten, um die Wahrscheinlichkeit halt einfach zu gewährleisten, dass du halt die Luftabwehr halt wegkriegst. Und ich denke mal, Dreier Drachen sollten damit richtig gut klarkommen. Mit der Base.
Es sollte eigentlich laufen. Jo. Ganz easy peasy und wieder richtig geiler Loot. Richtig, richtig geiler Loot. So muss das sein und wirklich, ich habe das echt gesehen, ey, wie krass das sich da auch auf meine Base ausgewirkt hat. Einfach von der Menge her, so jetzt, das brauchen wir uns jetzt nicht mehr geben, von der Menge her der Ressourcen, echt, wie man wirklich dann die Mauern wegballern kann. Das ist schon echt richtig krank. Also man muss wirklich, wenn man merkt, ey, die Zeit ist gerade da, dass der Loot halt echt mega geht, muss man das nutzen. Muss man wirklich dabei sein und sagen, ey, hier kommt Leute, jetzt greifen wir an und jetzt machen wir hier richtig Action. Weil später sitzt man wieder so da und denkt sich, oh naja, passiert ja nichts. Wo man dann wieder nur Gegner mit jeweils 200k findet. Jo. Na, sind die zu... Nee. Ah, das ist ja fast ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, da hast du dich ein bisschen geärgert, würde ich sagen. Alter Verwalter. Der war ein bisschen fail. Und da sind echt... Guckt mal, wie die Golems dann natürlich draufgehen. Jetzt Glück gehabt hier. Alter Verwalter. Das war krass. Dass der da so... so ein kleines bisschen daneben war. Und dann war es das schon. Wo ist hier noch ein bisschen was? Ja. Gut, der dauert auch hier. Passt. War jetzt nicht der Mega-Rupper, aber wie gesagt, man kann ja eben auch mal Pech haben, ganz klar. Ice Storm. Oh, guckt euch das an. Gebt euch das bitte. Ausdrucken an die Wand hängen, Junge. Ausdrucken an die Wand hängen. Was soll denn das? Alter, ist das krass. Und du sagst dir halt, ey, vollkommen egal, ich hau jetzt hier raus. Ich eskaliere jetzt mal richtig, ich mache einen Overkill. Erstmal richtig schön. Man hätte jetzt auch einfach nur bartschen können, aber nein, hier. Aber guck mal, wo die Riesen geblieben sind, alle weggeknallt, wa? Krass. Na, hier sind noch welche. Aber halt wirklich keine Gefangenen nehmen. Richtig direkt auf die Schnauze rauf. Du wirst halt auch die Lager. Und guck mal, wir haben hier noch die Helden beide. Genau. Und die wirst du garantiert von hier dann auch ransetzen, oder? Oder, naja, jetzt wirst du sie hier verwenden, dass du hier noch den Loot bekommst. Ja. Ja, klar. Ist ja jetzt nicht so unvorhersehbar. Klar, das will man sich natürlich dann gönnen. Dass man da noch ein bisschen was... Loot bekommt, aber richtig geil, würde ich mal sagen. Ice Storm. Richtig fetten Loot gehabt, würde ich sagen. Komm, den kriegst du auch noch hier. Komm. Heal. Hau einen Heal rauf. Egal. Harsch. Ja, okay. Ja, läuft. Einfach mal weggeäxt. Richtig geil. Richtig, richtig geiler Loot. Und das ist halt übel. Ich guck gerade, wo der nächste Feger ist. Nee, der hat nur einen. Der hat nur einen. Und dann läuft das hier. Ey, gebt euch bitte den Loot, Alter. Gebt euch den bitte. Und hier aber auch darf man nicht vergessen. Dann hoffen wir mal doch, der King müsste draußen rumlaufen können. Und die Drachen sollten das ja auch locker machen hier, aber die Luftabwehr und die knallen rein. Die knallen rein, echt ohne Witz. Die hauen schon ganz schön gut weg. Scheiße, der King will rein. Ja, er will nicht mehr rein. Yeah. Mach's es schön mit den Helden, Junge. Yo, was hat der Gusor gesagt mit dem King? Yo. Nice Nummer. Ja, die hat durchgehalten und dann ist halt, macht die halt die ganzen Drachen kaputt, logisch. Sehr geiles Ding.
Leute, guckt euch das bitte an. Extremst. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja, es ist nicht witzig. Es ist nicht witzig. So, dann gehen wir wieder raus. Zack. Und wir joinen wieder bei Keep Calm. Und dann war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wieder wirklich mega krassen Loot. Und ja, viel Spaß beim Clashen. Ich würde mal sagen, mit dem Update wirklich mega geile Nummer auf jeden Fall. Haut rein, ich wünsche euch was.